Willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Online. Mit mir dabei ist der gute... wo ist er denn? Da, hinten. Drechsel. Hallöchen. Die gute Drechseline, bitte, ja? Stimmt, Hallöchen. Die gute Drechseline. Und, ja. Banzai Chuck. Und Banzai Chuck. Den müssen wir nicht weiterhören. Ich bin bereit und wir starten heute mit der nächsten Quest und zwar Schneeball-Effekt. Genau, müsste ein Lagombi sein, ne? Ach, Lagombi? Ja, doch, ist richtig. Doch, Lagombi, ja. Jo, also so viele Quests, wie wir jetzt in der ersten Together-Aufnahme quasi gemacht haben, habe ich, glaube ich, in keinem meiner Solo-Parts auf einmal erledigt. Echt? Ja, gut, wir sind auch schon ein bisschen overequipped hier für die untersten Quests, ne? Ja, vor allen Dingen ich, ne? Ich mache halt durch meine Rüstung halt auch noch mehr zusätzlichen Explosionsschaden. Ja. So, was natürlich, bitte? Was natürlich dann alles noch zusätzlich erleichtert, ne? Ja, ich glaube, ich habe Crit-Eye und sowas auf der Rüstung und dass ich weniger Ausdauer verbrauche, weil die beim bei den Dual-Belts relativ wichtig ist. Aber prinzipiell bin ich auch dabei, gerade dabei, da brauche ich aber noch ein seltenes. Wie heißt der Sack noch? Das Elektro-Britzel-Viech da? Die Platte. Zinogre. Genau, die seltene Platte brauche ich von dem Viech. Die habe ich schon zweimal, ne? Und ich hab einen Zinogre gerade mal zweimal oder so erledigt. Du hast die Platte zweimal? Willst du mich veräppeln? Soll ich dir beweisen? Ich kann dir gerne mal einen Screenshot schicken. Nein, alles gut. Aber ich wette, ich muss das Viech noch 10-mal umhauen, bevor ich so eine scheiß Platte kriege. Ich habe auch schon zweimal die Magna-Malo-Platte bekommen. Na toll. Und konnte direkt mein Schwert auf die nächste Stufe von Magna-Malo hochkippen dadurch. Über 150 Schaden mit meiner Klinge. Das ist nicht schlecht, ja. So, also, irgendwie kriege ich gerade gar nichts gebacken. Ich habe noch nichts zum Kampf hier beigetragen. Aber ich sag ja auch in meinem LP, das Glück ist mit den Dummen. Ja, ja. Ja, und wenn ich die Rüstung fertig habe, also das ist dann eine kombinierte Rüstung aus Zinogre und... Was war's? Zwei Teile davon habe ich schon. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann diese Crit-Ding auf Stufe 7 und Latente Macht, glaube ich, auf Stufe 3, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott. Der hat es gerade echt auf mich abgesehen. Kann der mal damit aufhören? Oh. Also zu diesem Kampf trage ich echt mal gar nichts bei. Es gibt einfach so Kämpfe, ne? Da kriegst du nichts auf die Kette die ganze Zeit. Kenn ich so gut. Egal was du machst, du triffst nicht. Ja. Und egal was du machst, du rennst auch in jede dumme Monsterattacke rein. In diese zum Beispiel. You're my best pal. Oh, ich bin gestunt. Ich verstehe gerade gar nichts. Oh, okay. Komm, Mädchen. Werd wieder wach. Ich wollte gerade zu dir hin und dich schlagen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Du hast es immer gemacht mit Dritte, ne? Aber irgendwie weiß ich dir auch nicht. Der Hund ist dran und wird durch die Gegend geschleudert am Kopf. Zack. Ja, ich muss meinen Ausdauerbalken mehr im Blick haben. Stimmt, durch Double King verliert der viel Ausdauer. Genau, und es ist immer doof, wenn du das so lange durchlaufen lässt, bis du dann gar keine Ausdauer mehr hast. Dann kriegst du keine Ausweichrolle mehr zustande, wenn du sie brauchst. Gut, das Problem hab ich mit Langschwert nicht. Ja.
Ah, ich muss noch meine Waffe schärfen. Ich bin gerade irgendwo abgeprallt. Oh, der Banzer ist drauf, aber es ist keine Wand in der Nähe. Muss ja nicht unbedingt, kannst ja erstmal dahin reiten. Einfach dahin steuern, zur Wand, einfach und dann gegen die Wand donnern lassen. Er kriegt es sogar hin, gegen immer die gleiche Wand zu rennen. Sauber, Banzai. Ja, man kann sich auf ihn verlassen, wenn er das macht, ne? Ja, ja, ist schon in Ordnung. Uiuiui. Ah, ey. So nervig, ne? Dass die Monster nicht mal an einer Stelle stehen bleiben können. Wenn ich meinen komischen Demon Dance mache, der ungefähr 5 Sekunden dauert und das Vieh genau in dem Moment wegrennt, dann geht alles ins Leere. Guck mal. Der Banzai und ich, wir graben die Knochen aus und du rennst einfach dran vorbei. Ja, macht nix. Alles kein Ich hab davon sowieso mehr als genug. Ja, ja. Mittlerweile habe ich auch mehr als genug davon. Ja. Im High Rank fängt das Sammeln dann wieder an. Ich muss mich teilweise selber dadurch zwingen, nicht mal jedes Mal alles mitzunehmen. Weil Munition brauche ich auch nicht 20 Millionen Mal. Ja. Also von mir hat er im wahrsten Sinne des Wortes gut auf den Arsch bekommen. Was hat ihn denn am Arsch noch da gerade explodiert? Ich. Meine Seilbinde-Attacke macht das. Die macht, also, wenn ich treffe, halt noch Zusatzschaden am Ende. Ich habe ihn überholt. Ja, ich müsste diese andere Seilbinde-Attacke oder Seilbinde-Attacke da auch mal öfters ausprobieren. Habe ich noch nie so richtig gemacht. Boah, wie langsam kann man unterwegs sein, Dagombi? Merke ich, bin schon vorausgegangen. Ja. Cooking Time, kochst du da gerade ernsthaft? Ich meine, wenn ich so eh nicht warten muss. So, hier ist ein Itsuki oder sowas mit am Start. Oh mein Gott. Dann ging das schnell. Und ich sitze noch auf diesem Itsuki oder was es ist drauf. Oder bin ich runter? Ich sehe mich nicht gerade. Aber so richtig seltene Materialien gibt es halt auch nur von den ganz starken Monstern, ne? Ja, von den ganz kleinen hier gibt es keine seltenen Materialien. Also zumindest nicht die Materialien, die nur 2% Dropchance oder so haben. Nothing personal, buddy. Ja, man kann hoch, wenn man oben drauf stehen bleibt. See ya. Ja. Another success. Monster Hunter macht echt viel Spaß, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich hab schon über 40 Stunden auf dem Tacho. Hier, Rice, hast du schon über 40 Stunden gezockt? Ja. Ich weiß nicht, glaube ich, bin bei 15 bis 20 oder so. Ich bin halt jetzt gerade Village durch, also der Abspann lief und bin jetzt in den 5-Sterne-Quests. Und bis dahin, ich glaube, bis zum Village-Abspann habe ich keine 15 Stunden gebraucht. Ich hätte zwischenzeitlich halt gefarmt, ne? So ein bisschen. Ja. Ich habe
Bei der ersten Magna Malo Platte musste ich ihn bestimmt 17 Mal töten. Boah, das nervt so, ne? Das nervt so. Und die zweite Platte war direkt geschenkt. Ja, das ist aber dann oft so. Aber gut, dass ich die bekommen hatte, denn dafür, denn die brauchte ich, obwohl ich es nicht wusste. Für die nächste Waffe. Ja. Zenokre-Platten habe ich 2 im Inventar. Ich habe auch eine Anjanat-Platte schon. Na klar. Anjanat habe ich noch gar nicht gesehen hier im Spiel. So, der Großwroggy, das nächste spannende Monster. Ist ja kaum auszuhalten. Die Spannung. Ja. Back to work. Falsche Zeit, falscher Ort, ja. Das ist korrekter Name für ihn. Gerade. Ja. Das ist eigentlich der korrekte Name für alle Monster, die hier so rumrennen. Ja, wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Ich habe ein bisschen Bammel. Ich habe schon gehört, dass einige Monster dass der Magna Malo jetzt in Zukunft, ja später, wirklich eine Herausforderung sein wird. Ja, es kann schon sein. Im High Rank sieht die Welt nochmal anders aus, denke ich. Also generell im Hub soll es schon anders aussehen. Und wenn dann nochmal der High Rank kommt, ich gehe mal davon aus, da wird es ein bisschen Stress geben. Ich glaube auch. Aber gehört zum Monster Hunter auch dazu, ne? Wenn du die ganze Zeit nur so durchschnetzeln würdest wie im Village, dann wäre es auch ein bisschen langweilig, ne? Ja, vor allem im Village brauchst du ja pro Monster, egal was für Monster ist, jetzt so 5 bis 10 Minuten. Ja. Spätere Monster ab Stufe 6, da brauchst du halt auch so 15 Minuten maximal und dann hat sich's auch erledigt. Ja. Und vor allen Dingen der Witz an der Sache ist, ne, ich habe in ein paar Folgen echt versucht, mal so ein Monster im Village zu fangen. Ich habe es aber nie geschafft, weil ich es nie kapiert habe, weil das Monster schneller gestorben ist, als ich registriert habe, dass ich es fangen konnte. Was? Ach, Großfroggy. Ich genau. War gerade auf dem Weg zum, was auch immer das andere ist. Das müsste das ganz links sein, glaube ich, ne? Das eine ist ein Aknosom, ja. Das andere ist ein Yaku-Kuna oder wie der heißt. Kunu-Yaku, ich weiß es nicht so ganz genau. Ich frage mich auch, wer sich immer diese Monsternamen ausdenkt, ey. Das wüsste ich aber auch gerne. So, ich glaube, da hinten läuft er. Immerhin sind sie alle einheitlich, ne? In allen Sprachen. Ja. Als ob er mich noch erwischt hat. Ach, der speit immerhin mal Gift, aber ich habe ihn wieder mit keiner Seidenbinder-Attacke getroffen. Jedes Mal, wenn ich zuschlagen will. Haut er ab. So ist er. Wir können ja mal in Zukunft, wenn es jetzt nicht nur bei den 3 Parts bleibt, haben wir uns mal ein paar Farming-Runden machen oder so. Ja, auf jeden Fall. Also. Wenn uns das Glück dann nicht verlässt, weil Solo möchte ich auch nicht mal alles machen. Und mit Random ist ja auch wiederum was anderes. Ist auch anders vielleicht zu spielen, weil du kannst dich halt auch nicht auf die verlassen. Ja. Und die wollen ja auch, ja, haben ja auch ihre eigenen Ziele. Genau, ich weiß gar nicht, ich habe hier noch 0 online gespielt, ne? Ich weiß, bei Generations Ultimate, da gab es so Online-Lobbys, die hatten immer so einen Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie der war. Round irgendwas oder so vielleicht. Da durfte dann jeder Reihe um mal eine Quest anschlagen und dann wurde das halt immer so erledigt, ne? Dass dann jeder irgendwann eine Quest gespielt hat, die er gebrauchen konnte oder ein Monster gespielt hat. Ja gut, das gehört ja auch irgendwann zum guten Ton, dass jeder mal seine Quest handelt, ne? Fall. Also jetzt nur im normalen Lobby. Als ob er mich da noch erwischt hat, Alter. Es ist doch... Ich sehe nichts. Er steht hier halt im Gebüsch. Ich auch.
Man kann irgendwo einstellen in den Optionen, dass immer so, dass einem immer der Umriss von einem irgendwie erhalten bleibt, auch wenn man verdeckt ist, ne? Ja. Weißt du wo zufällig? Ich hab's noch nicht nachgeguckt. Das müsste ich eigentlich mal machen. Da kann man Option einstellen. Hast du das eingestellt? Nee, ich hab's nicht eingestellt. Ich brauch's aber auch nicht. Ich hab's mal gesehen, wie jemand anders das in einem Video eingeschaltet hat. Aber man sieht halt auch die Umrisse von seiner Figur, wenn du auf ein Monster reitest. Das ist eigentlich ein bisschen leidlich. Ja, ich würde zumindest mal ausprobieren wollen, weil ich finde es teilweise schon doof, wenn du irgendwie stehst und dich selber nicht sehen kannst. Und wenn wir alle ineinander stehen, sehe ich mein Icon nicht auf dem Map, ey. Also kann man machen, damit verliert man sich wahrscheinlich selber besser nicht aus dem Blick. Ja. Das ist auch geil, ne? Aber diese ganzen hohen Berge und was und diese ganze Vertikalität in den Maps, ne? Die haben sie ja, glaube ich, auch nur eingebaut, damit man mal ein paar coole Moves mit den Seilkäfern machen kann, ne? Im Kampf oder so halten sich die ganzen Monster... Bin ich zu weit geritten? Ich bin zu weit geritten. Was warst du denn da unten? Im Kampf halten sich aber die Monster immer auf den unteren Ebenen auf, ne? Also ich habe noch keins gesehen, was mal irgendwie auf den Berg rennt oder so. Bislang auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich hoffe mal, das ändert sich später. Na, glaube ich nicht. Weil, ich meine jetzt für den Affen, ne, mal als Beispiel, da würdest du halt nur, wenn der Engel oben ist, ne? Ja. Aber ich habe auch keinen Bock, jedes Mal runterzufallen, ganz ehrlich. Ja, auch das, ja, und das wäre ultra nervig, ja. Joa, einmal mit Bonsai hier durch die Gegend geschlagen. Nein! Komm, was trifft mich halt immer? Bonsai! Die Monster sind einfach zu klein. Schön gegen die Wand pfeffer, das ist nice, ne? Ja. Okay, that's enough. This is an end for you. This one's all for you. Be careful. It's angry. It's angry, ruft er. Ja, das merke ich an meiner Rüstung. Wenn die Gegner wütend werden, kriege ich eine lila Aura um mich rum. Ah, sowas ist immer ganz cool, ja. Du bist auch dann stärker, ne, wahrscheinlich. Oder hast du irgendeinen Buff, ne? Ich glaube schon, er weiß es nicht. Ja, die alte Beschreibung gibt halt nichts her. Außer, dass ich halt da irgendwie die Aura um mich habe. Da steht halt, du hast die Aura um mich rum. Was das genau macht? Keine Ahnung. I'll be taking this. Alright, here comes Julia Beer. Meine. Ja, so weit so einfach, ne? Das ging schnell. Hab ich eigentlich noch ein Getränk hier stehen? Jo. Getränk TM. Aber leider auch leer jetzt. Ah, nein, ist verkohlt. Wieder was? Mein Fleisch ist verkohlt. Dein Fleisch ist verkohlt. Bei der Köchin kannst du auch grillen lassen gegen Geld, ne? Echt? Ja. Okay, das ist mir noch gar nicht getestet. Hast du immer Fleisch zum Grillen dabei? Ich habe immer Fleisch und Grillen dabei, ja. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ja, Harthülsenpulver habe ich erhalten, okay? Flolias, das ist auch eine komische Bezeichnung, ne? Gibt's das Wort vorher irgendwie als Umhänger, Flolier? Weiß ich nicht. Oder es hat ein Fantasiewort hier aus Monster Hunter? Ich kenne Foliant, das ist halt ein Buch, ne? Aber ja, gut, das kenne ich auch. Danke, Miku. Aber ich kenne das Wort nicht. Duty calls.
Warum bin ich jetzt eigentlich neuerdings derjenige, der immer die Quest anschlagen muss? Weiß ich nicht. Ich gehe meistens vorher essen und fülle meine Items auf. Ja, mache ich auch. Bis dahin hast du die Quest schon angenommen oder stehst davor? Eine gräuliche Begegnung, Azuros. Meine Güte, das Wetter, das, die Monster werden ja immer interessanter. Ja, genau, ich sage es dir. Azuros, das niedliche Bärchen. Ist auch geil. Wenn du X drückst, siehst du ja den Text, den die Spieler sich gegeben haben. Na, hast du schon mal gesehen, wie der Banzai heißt? Mhm. Ja. Loyalität, sonst bumm. Das ist ein Napp, ey. Ach, wird doch schön, wenn der Banzai unsere, das Video guckt und hört, wie viel wir über ihn gelästert haben. Mhm. Vielleicht hoffentlich mal in Zukunft kommt da auch mal ein Voice. Ja, soll er mal. Ich meine, so ein bisschen Voice-Verbindung wird seine Internetleitung ja wohl noch irgendwie verkraften, oder? Ja, wenn er ist ja jetzt hier relativ stabil dabei. Stabil dabei. Dann wird er schon irgendwie... Was haben wir hier noch? Simple Blitzbomben. Also manchmal kriegt man Items zugesteckt. Weißt du, wenn ich hier nämlich die anderen Lager hättest, gerade wenn die Monster ganz oben in den Gebieten sind, 9, 10, 11, 12, ne, da rennst du ja ewig hin hier vom Basislager, ne? Also irgendwie nochmal so ein Lager da im nördlichen Bereich oder hier in der Mitte der Map aufzudecken, wäre nicht das Allerverkehrteste. Ich habe gerade auch mal geguckt, aber hier habe ich auch noch kein zusätzliches Lager, hier im Waldgebiet. In allen anderen Gebieten habe ich welche, aber hier nicht. Tja, ich werde die mal googeln. Ich habe auch keinen Bock, die ganze Karte abzusuchen. Ja, die Karte absuchen musst du ja eigentlich quasi nur für die Lore, ne? Ja, auch das. Für diese, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Es gibt ja 60 Karten, 60 Dinger auf die ganzen, auf allen Karten. Ja. Was ist davon? Oh, er hat sich auf mich draufgesetzt. Der Drecksack. Hä? Warum ist denn mein zweiter Seidenkäfer auf Cooldown? Naja, egal. Also manche Attacken macht ihr, ne? Die hauen nicht aus meinen Animationen raus. Echt? Ja, oder schubst mich so ein bisschen hin und her, habe ich den Eindruck. Tut mir leid. Kann ja nichts dagegen machen. Nee, schon klar. Mann, Mann, Mann. Oh. Wenn man ausweichen will, sollte man das auch vom Monster wegmachen und nicht in Monsterrichtung. So ungefähr, ja. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Rauf da. Heute noch was Interessantes sehen. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob wir es nochmal zu einem einigermaßen interessanten Monster schaffen. Danke. Wenn die Sushi kommt. Aber ich gehe mal davon aus, Stufe 2 werden schon so Tobikadachis und sowas sein, ne? Also etwas größere Monster im Hub. Ja, glaube ich schon. Ich habe noch gar nicht so wirklich reingekommen. Wenn Stufe 1 hier schon mit den Monstern anfängt. Achso, ich bin auch auf einem Monster drauf. Jetzt sind wir beide auf dem Monster drauf. Wie geht das denn? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß gewesen? Oh Mann, ey, da hätten wir gegeneinander Monsterkampf bestreiten können. Ja, es war irgendwie seltsam. Es gibt keinen Verlierer. Ich war irgendwie irritiert, dann habe ich es auch vercheckt und glaube ich die falsche Taste gedrückt und bin direkt losgestürmt. Oh Mann, ey. Geil, alle hat es natürlich. Boah, okay, jetzt muss ich mich doch mal heilen. Der Azuros ist abgehauen. Aber ich wollte noch mal eben die ganzen Teile einsammeln, die hier liegen. 4 Stück liegen hier aus dem Monsterkampf gerade. Du kannst
auf dem. Achso, der Banzer ist das. Weiß der Banzer, dass er auf dem Wolf auch schärfen und trinken kann, wenn er reitet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Habe ich das noch nicht gesehen? Ich habe noch nicht gesehen, dass er es macht. Nee, er macht das immer, bevor er aufsteigt, glaube ich. Oder er läuft einfach zu Fuß generell. Alter, dieser Arsch. Ja, er hat so einen fetten Hintern, das ist unglaublich. Oh. Und der Sushi kommt auch schon wieder. Wo bin ich denn hier? Ich bin gestunt. Komm. Gott. Bleib mal stehen jetzt. Boah, ey, immer diese Drehwischer. Das sind die, das sind das, das ist das Coole bei denen, ne? Ah. Was denn? Wenn er sich immer umdreht und einen mit der Pranke erwischt. Ja, ja. Es gibt auch so Monster, ich glaube, es war sogar auch der Zinnogre, ne? Manchmal stehst du hinter dem und dann macht er auch so einen 180-Grad-Move und trifft dich halt trotzdem volles Rohr. Ja, 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 ja. Was ist das da für ein komisches Seitenwindernetz? Hast du das gemacht? Ja, das ist ein Konter, aber er hat in dem Moment hingelegt, wo ich das. Ich dachte, der greift gerade an. Aber nein, er liegt nicht. Eigentlich wollte ich mal hier in die Demon-Form. Der kann sich halt nicht entscheiden, was er jetzt will. Wie lange hängt er dann? Wie lange er immer braucht zum Angreifen? Wir können ihn schon fangen, ne? Ja. Wo er hin? Ach, da oben, macht die 13. Ich glaube, hier oben auf den Bergen, ne? Hier oben in den Bergen, hier ist mit Sicherheit irgendwo noch ein Lager. Ja. Vielleicht sogar hier in diesem Haus drin. Kommt man hier rein? Oder? Willst du ihn jetzt ernsthaft fangen? Ja. Kann man doch machen. Jo. Ich gefalle Banzai. Ich bin gerührt. Ich gefalle Drechsel-Liedl. Bitte was? Ich gefalle Drechsel-Liedl. Ach ja, Drechseline, genau. Kannst du übrigens gar nicht glauben, dass du meine Namenswahl nicht kreativ fandest. Wolf und Cat war doch wohl super kreativ. Ja. Ja. Aber du warst wahrscheinlich genauso wenig wie ich darauf vorbereitet, den zwei Tieren gleichzeitig in oder drei Tieren in einem Part zu benennen. Ja. Ich glaube, die Eule habe ich eh nicht benannt. Die habe ich, glaube ich, gelassen, wie sie war. Ja, ich glaube auch. Kauz einfach nur. Aber mittlerweile benutze ich Cat und Wolf gar nicht mehr. Ich habe die schon ausgetauscht gegen andere. Echt, ich weiß gar nicht, wo ich das machen kann. Auf der Buddy Plaza kannst du doch neue engagieren. Ja, engagieren, aber ich weiß also nicht, wie ich die im Team auswechsel. An diesen. Steht nirgends. Neben der Kiste, an der Buddy-Tafel da. Okay. Da kannst du deine aktiven Viecher auswählen. Ja, du musst mal gucken. Es gibt schon. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Fähigkeiten wirklich gut sind. Ich bin jetzt einfach auch mal auf Offensivfähigkeiten bei denen gegangen. Und suche mir Katzen und Hunde raus, die als Skills auf jeden Fall auch Angriffserhöhung und Crit-Erhöhung haben. Darauf bin ich jetzt mal gegangen. Ob das sinnvoll ist, weiß ich auch nicht so genau, aber schien mir jetzt irgendwie sinnvoll zu sein. A special quest has been added. Wie viel haben wir denn hier noch? Zwei Quests noch, dann haben wir hier Stufe 1 hinter uns.
Jetzt kommen noch zwei Doppeljagden. Nice. Oh. Das ist keine Doppeljagd. Das ist hier. Ich glaube, es kommt noch eine Doppeljagd. Die jetzt kommt, ist Insekten töten. 20 Stück. Ja, gut. gut, dass wir auf die Jagd gut vorbereitet sind. Gut, die alte Horde werde ich mit dem Wurfmesser erledigen. Weil ich kann die, dann kann man die nämlich ausloopen. Ja, wenn du sowas hast, mach das. Ich hab da nichts für. Doch, die hast du welche im Inventar. Unendlich davon. Ach so! Ja, wusste ich zum Beispiel nicht. Also Wurfmesser, ne? Ja. Muss ich gleich mal ausprobieren, habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Ach ja, falls es mal passieren sollte, dass wir zu früh in die Quest reingehen und einer noch draußen steht, man kann zum Glück Nacht joinen. Ah, das ist auch cool, ja. Gut. Okay. Ja, das wird ein Spaß hier. Ja, super spaßig. Aber immerhin, wir machen das zu dritt, ne? Kann man sich ein bisschen aufteilen. So, was meinst du jetzt? Das Wurfkunai? Das hast du ja automatisch, ne? Ja. Ich reite mal direkt oben zur 11, 12, 13 durch. Einer kann hier unten machen, ne? Joa. Das ist ja das, zum Glück werden die mittlerweile die Items ja sogar angezeigt. Ja. Oder die Monster. Ja, ob das ein Glück ist, weiß ich auch nicht, ne? Hier muss doch auch irgendwo eins sein, oder? Aber nicht die hier, oder? So, eins habe ich schon erledigt. Das ist der zweite. Ah doch, die waren sogar anscheinend hier. Altarotz. Ach, das sind Altarotz hier, so kleine Bodenkrabbler. So. Es gibt nur einen Questtyp, der noch furchtbarer ist, als diese kleinen Insekten und Minimonster zu jagen, ne? Ja. Weißt du, welcher das ist? Bin sehr neugierig. Hier Eier sammeln. Irgendwo ein Ei einsammeln muss und das in die Basis bringen muss. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich weiß gar nicht, bis jetzt hatte ich das auch nicht, so solche Quests nicht. Doch, auf Stufe 5 im Dorf kommt eine. Achso. Nein, wieso komme ich da nicht hoch, Alter? Ich hasse das. Ich hasse es einfach, wenn man ewig lang braucht, um irgendwo hochzukommen. Aber jetzt habe ich hier so ein Viech getroffen, jetzt fliegt das einfach Kreise. Wie? Mit meinem Wurfkunai habe ich das getroffen. Ah ne, hä? Was ist das? Kann ich auch irgendwie aktiv zielen mit dem Wurfkunai? Ah, so. Ja, genauso wie du mit ZL und RZ, ne? Ja. Mit ZL und dann halt Items einsetzen. Boah, aber dauert auch ein bisschen, ne? Muss man ein paar Mal treffen, die Viecher. Ja, aber dazu geht, so nimmst du die halt und so zerstörst du sie halt nicht. Kannst sie auslösen. Ah, okay. Also immer ein bisschen Vorteil. Wo ich die auch so, ne, manchmal kann ich sie auch so looten, wenn ich sie ganz normal kaputt mache. Also ich habe schon öfter gehabt, dass ich die... Ja, es kommt schon mal vor, dass du die nicht looten kannst. Nothing personal, buddy. Dass ich sie da wirklich auseinander zerstückelt habe. Mann! Hier oben in der Elf, wo ich übrigens bin, ne? Hier ist so ein Transportei. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wie man es abliefert hier im Spiel. Du musst es zur Objekttruhe bringen im Hauptlager. Ohne es runter! Ja, klar, ohne es zu zerstören, ne? Nein! Boah! Ohne Witz, ist hier so ein Questmonster und es despawnt direkt vor meiner Nase. Echt? Ja. Das ist echt.
Müssen wir nicht mehr viel erledigen. So, irgendwo muss hier auch eins sein. Aber ich sehe es nicht. Was macht Banzai-Shark eigentlich die ganze Zeit gerade? Er klettert irgendwo hoch. Hä? Hier muss den... Ey, das Spiel will mich verarschen. Vielleicht über dir oder unter dir. Das kann ich weiß auch nicht. Leicht vorkommen. Ach, ihr wollt doch nur, dass ich alles hier erledige. Hast mich ertappt, sag ich schon. Ich habe hier gerade drei Viecher, ich ist jetzt gleich vorbei. Achso, jetzt bin ich auch bei dir, das ist natürlich denkbar schlecht. Wie viel haben wir denn? 19 von 20. So, hast du noch eins hier? Ja, ja. Kannst du ja machen. Die Kleinen hier, hä? Wir mussten doch so Insekten jagen, oder? Insekten und Itsushi. Ach, Itsushis waren das. Ich dachte, das wären zwei verschiedene Insektentypen gewesen. Jetzt wäre es Fleisch verkohlt, Alter, wegen der... Nee, ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal die richtigen gemacht, aber oben stand ich vor dem Itsuchi und habe nicht gecheckt, dass das mein Questmob ist. Gerade, wo ich geflucht habe, dass da was sein müsste, aber da war nichts. Da habe ich einen Insekt gesucht, aber stand ein Itsuchi vor mir. Die Seilkäfer sind, die großen Seilkäfer sind richtig nice, ne? Ja... wenn man die einmal da reingesetzt hat, ne, dann kann man die Route immer wieder benutzen, oder? Ja. Und braucht dann keinen großen Seilkäfer mehr dafür, ne? Nee. So, erstmal ein Like. Ach ja, das muss ich euch auch noch. Mann, ey. Ja, ich bin echt ein bisschen K.O. heute. So, ist eigentlich schon wieder Zeit für ein Päuschen, ne? Mhm. Gut, dann haben wir... was haben wir denn eigentlich noch zu tun hier in der Stufe 1? Eine Doppeljagd jetzt, glaube ich, noch und dann die wichtige. Ah, okay. Oder die dringende. Jo, und dann kommen noch ein paar Stufe 2 Monster angehen danach. Beim nächsten Mal. Ja. Ne? Ich guck noch mal ganz kurz... den Fortschritt an, was wir heute geschafft haben. Einmal, indem ich die Quest reingucke. Stufe 1. Ja, die erste Teile haben wir ja schon komplett fertig. Nice. Genau. Auf der zweiten Seite ist, glaube ich, noch eine Doppeljagd, ne? Ja, aber das sind ja keine richtig großen Monster. Ne, sind das auch keine großen Monster? Ich habe es gerade nicht gesehen. Nee, das ist genau das, was wir eben gemacht haben, nur mit anderen Monstern. Ah, prima. Na gut, naja. Aber machen wir trotzdem beim nächsten Mal, ne? Ja. Okidoki, Leute. Dann wie immer hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.